Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Prey. Und zwar geht es heute um die Trophäe, den Erfolg schwerelos. Das Ganze könnt ihr wunderbar machen, während ihr ja auf Hauptmission unterwegs seid. Und zwar, wenn ihr die Hauptquest habt, diese Seite oben. Ihr seht das hier gerade, neues Ziel, diese Seite oben. Dann seid ihr draußen, also ihr werdet sowieso generell rausgeschickt, die Luftschleuse zu entriegeln, um euch außen an der Station zu bewegen. Und genau dort, wo ihr hingeschickt werdet von der Quest, also deswegen braucht ihr jetzt gar nicht hier so großartig hier zu gucken, Mensch, wo ist der Goodie hier ganz genau, wo geht es denn lang oder so, sondern ihr braucht wirklich nur eurem Questmarker von dieser Seite oben zu folgen. Mehr braucht ihr nicht machen, lasst euch nicht verwirren, hier ist relativ viel zu sehen. Wenn ihr die ganzen anderen Quests aktiv habt und euch das durcheinander bringt, dann einfach die anderen Quests deaktivieren, sodass ihr wirklich seht, in welche Richtung ihr denn hier schweben müsst, außerhalb der Talos One Station. Ja, hier sieht man es ganz gut, eigentlich halt dieses Trendstar, aber ich glaube, das steht auch an mehreren Stellen. Hier ist der menschliche Leiche, das hat jetzt noch nichts weiter zu tun. Jetzt kriegen wir gerade ganz kurz hier einen Angriff von irgendeinem Telepathentypen da. Den müssen wir mal ganz kurz wegmachen, weil sonst kommen wir hier nicht zu viel. Deswegen, also ein bisschen Gegner sind hier auch im All, also da auf alle Fälle mit dran denken. Deswegen habe ich den Kampf auch drin gelassen, einfach damit ihr wisst, ah, okay, ganz zum Spazieren gehen ist die Geschichte nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen und ich spule halt aber extra ein bisschen zweifach vor, damit das dann mit dem Kampf wesentlich schneller geht, weil der ja nun nicht wirklich zur Quest dazugehört. So, jetzt ist er weg. Dann können wir uns wieder auf unser Ziel konzentrieren. Und zwar geht es darum, dass wir einen Container andocken müssen. Und weil Dr. Ikwe ist gefangen in diesem Container, dem geht der Sauerstoff aus. Und an dem Container steht die Nummer, die wir nutzen müssen, um ihn zu befreien. Also am Container die Nummer, die müssen wir eingeben am Terminal. Ihr werdet gleich noch sehen, wenn ich dann gleich am Terminal ankomme, dass das ja nicht ganz so mega, mega easy ist, wie ich das geplant habe. Sorry, dass ich mich hier gerade noch ganz kurz mit der Leiche beschäftigt habe. Ich dachte, das hätte ich rausgeschnitten, habe ich aber wohl drin gelassen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir hier halt nicht zu durcheinander kommen, hier draußen im All, weil ja doch die Bezugspunkte ja schwer sind, ne? Wenn ihr jetzt anders herum schwebt als ich gerade oder so. Deswegen wollte ich hier draußen einfach nicht schneiden. Ihr seht, da hinten ist die Luke markiert gewesen mit 139 Metern. Frachtraum besser gesagt, so nennt es sich, Frachtraum, noch 120 Meter. Und da vorne sehen wir jetzt gerade schon in der Mitte auftauchen den Container, von dem ich gerade rede. Sobald wir näher ran sind, kriegen wir automatisch gleich die Quest. Da sollte sich Dr. Ikwe gleich bei uns melden. Wie gesagt, während ihr ganz normal eurem Hauptquest hier von... Ja, da ist er, neuer Anruf. Dr. Dayo Ikwe, ich sende an alle Kontakte in der Nähe. Bitte hören Sie mir zu. Mir geht der Sauerstoff aus und ich habe keinen Raumanzug. Nach einem Unfall im Frachtraum war ich gezwungen, mich in diesem Container zu verschanzen. Aber ich kann hier drin nicht an die Station andocken. So, seht ihr, jetzt haben wir die Nebenquest bekommen. Dr. Ikwe, neues Ziel und haben massig Zeit. Das ist jetzt eine getimte Sache. Ihr seht das oben, da waren knapp 7 Minuten, die runterlaufen. Das ist ungefähr 25 Mal in der Zeit zu schaffen. Also macht euch da nicht großartig verrückt. Ich habe jetzt nochmal die Quest ausgewählt. Sicherheitshalber speichere ich. Sollte was schief laufen mit den 7 Minuten, ne? Könnt ihr sicherheitshalber speichern, aber die Zeit reicht wirklich mehr als genug. Da ist ein Container. Da müssen wir kurz einmal heran und müssen dann da die Containernummer 2312. Die müssen wir ablesen und dann dort im Frachtraum den Container auswählen zum Andocken. Also deswegen, ihr seht, das ist wirklich ganz eng beieinander. Also die Zeit reicht massig gar. Hier sind natürlich ein bisschen Gegner mit drin und je nach Schwierigkeitsgrad kann das natürlich hier eventuell ein kleines bisschen dauern. Ich habe jetzt einfach die Gegner hier ignoriert und düse direkt durch zum Terminal. Beim Terminal seht ihr gleich, tue ich mir noch ein bisschen schwer, da die Nummer einzugeben, während ich ja schwebe. Haben auch echt mit einem ganzen Lebenspunkt gerade überlebt hier die Geschichte. Medikits sind keine da, ist auch ganz schade. So, und jetzt geben wir hier die Nummer vom Container ein. Wie gesagt, dadurch, dass ich immer wieder so ein bisschen hier hin und her schwebe, deswegen war das jetzt gerade nicht ganz so leicht. 2, 3. So, die Hälfte haben wir schon mal. Na, die 1 will nicht. Oh. Das war die 2. Wunderbar. Perfekt. Jetzt wird der Container angedockt. Also jetzt müssen wir das natürlich auswählen, dass wir den Frachtcontainer andocken wollen. Dann geht er in die Andockphase und Dr. Ikwe wird gerettet und wir bekommen dann gleich den entsprechenden Erfolg dafür. Und wie ihr seht, momentan, wir haben immer noch 5 Minuten 30 auf der Uhr als
ja, als ihr fertig war und die Trophäe reinschwebte. Das war's. Ich hoffe, der kleine Guide hat euch geholfen und gefallen. Wenn ihm so war, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr vielleicht den Kanal abonniert, damit ihr hier kein neues Video verpasst. Und ganz wichtig immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, empfehlt den Kanal und die Videos weiter. Das wäre sehr schön. Ich hoffe, wir hören und sehen uns im nächsten Guide. Ich sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.